Aus einfachen Zutaten hat Oma immer das beste klassische Hühnerfrikassee gemacht. Dazu Reis oder Kartoffeln, ach, das war immer ein herrliches Essen. Hühnerfrikassee nach Omas Art, darum geht es in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten laufen hier gerade wieder durch. Ihr könnt sie natürlich alle wie immer unter diesem Video nachlesen. Und wer schnell genug lesen kann, der bemerkt, dass hier eine besondere Zutat mit dabei ist, nämlich eine doppelte Hühnerkraftbrühe. Was es damit auf sich hat, das verrate ich euch jetzt. Die letzte Hühnerbrühe, die ich gemacht habe, habe ich eingefroren. Sie dient jetzt als Basis für das neue Hühnerkochen. Also ab damit in den Topf auftauen und heiß werden lassen und dann kommen die Hähnchenschenkel dazu. Da die Flüssigkeit, also die Brühe, noch nicht reichte, habe ich noch 2 Liter Wasser dran gemacht und dann Gemüse für die kräftige Brühe. Lauch, Gewürze und meine Gemüsebrühe passte. 40 Minuten lang köcheln und die Hähnchenschenkel dann im Topf abkühlen lassen. So habe ich ganz nebenbei eine doppelte Hühnerkraftbrühe erhalten. Wenn die Hühnerbrühe nur noch handwarm ist, werden die Hähnchenschenkel entnommen und die Brühe selber durch ein Sieb in einen weiteren Topf gegeben. Ihr könnt dafür natürlich auch einen Eimer oder ein anderes Gefäß nehmen. Es geht nur darum, dass die Brühe nicht weggeschüttet wird. Die Haut der Hähnchenschenkel lege ich beiseite, daraus mache ich dann später Chips. Das Fleisch ist super zart und saftig und lässt sich ganz einfach von den Knochen, wie man hier sieht, ablösen. Wenn alles von den Knochen entfernt ist, braucht das Fleisch dann nur noch geschnitten werden. Dann wird zunächst der Saft von dem Spargel und von den Champignons abgeschüttet und ebenfalls aufgefangen. Auch der Spargel wird noch etwas kleiner geschnitten. Jetzt wird eine klassische Mehlspitze gemacht, und zwar eine sogenannte Roux Blonde. Kleiner Exkurs, es gibt 3 Arten von Mehlspitzen. Einmal die weiße, einmal die blonde und einmal die braune. Auf Französisch Roux Blanc, Roux Blonde und Roux Brune. Für die blonde und die braune Mehlspitze wird traditionell Fett oder Öl ohne Wasseranteil genommen. Für die blonde Mehlspitze eignet sich also wunderbar Butterschmalz. Für die helle oder auch weiße Mehlspitze kann man auch gerne Butter nehmen. Wenn das Fett heiß ist, wird das Mehl dazugegeben und kräftig gerührt. Wenn die Fett- und Mehlverbindung dann etwas Farbe angenommen hat, also blond ist, deswegen heißt sie auch so, dann kommt die Brühe dazu. Wichtiger Hinweis, die Brühe habe ich erkalten lassen, denn die erste Flüssigkeit, die in eine heiße Roux reinkommt, muss kalt sein. Dann kommen noch Milch, Sahne und Weißwein dazu. Jetzt noch der Saft vom Spargel und den Champignons dazu und dann ist die Soßenbasis schon mal fertig. Schließlich noch das Fleisch und das Gemüse dazu. Alles noch ein bisschen köcheln lassen. Ich habe das eine halbe Stunde noch mal köcheln lassen. Und dann habt ihr 5 Liter feinstes Hühnerfrikassee. Nebenbei habe ich noch vorsichtig die Haut angebraten, ganz leicht nochmal Salz mit dran und dann ergibt das wunderbare Hähnchenchips. Jetzt alles zusammen anrichten und schmecken lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und guten Appetit. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.